Du klaust meine Antwort. Ja, aber ich wollte überleiten und du sagst, ja. Und dann bist du so richtig tätig. So, ja. Ja. Hey Freunde, Krimbo und Faven hier. Ihr konntet uns unter dem Hashtag AskBig auf den Community Discord Fragen stellen. Und ja, der gute Sef und ich haben uns jetzt Zeit genommen, um die für euch zu beantworten. Genau. Big Timo Weide, Strich Robin Beers. Hashtag hat gefragt unter dem Hashtag AskBig, was würde euch mehr bedeuten, Major Sieg oder Sieg in Köln? Ich persönlich würde es wahrscheinlich Sieg in Köln sagen, weil es einfach vor den deutschen Fans und auch dann ziemlich sicher auch vor der ganzen Familie ist und sonst was und für mich persönlich mehr bedeuten würde als jetzt der Major Sieg. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich meine, irgendwo hat der Major Sieg mehr Prestige, aber sag ich mal, für einen bedeutet es natürlich mehr, für einen Deutschen vor allem, wenn man in Köln gewinnt auf jeden Fall. Hashtag AskBig, warum macht Krimbo so viele Favens-Teamgruppen? Ich glaube, wie viel habe ich? Zwei? Ich glaube, ich habe einmal Faven, HLTV, Top 1 2022 oder so. Aber die meisten hat Jan gemacht. Ja, eigentlich Jan. Grüße gehen raus an Jansen, unser Analyst. Faven Boss. Mit Dollarzeichen. Und er hat so Gruppen, wo er so Faven und dann einfach nichts. Oder so Krimbo einfach nichts. Und Faven Top 1 HLTV. Oh ja, ich habe eine gemacht, aber ich bin nicht der Schuldige, den du suchst. Ne, das ist Jansen. Ja, Munich fragt unter Hashtag AskBig, zu welchen Spielern pflegt ihr regelmäßig Kontakt, beziehungsweise habt ein freundschaftliches oder partnerschaftliches Verhältnis außerhalb des Servers? Big-Spieler ausgeschlossen, versteht sich. Ja, also ich persönlich kann sagen, mit Dücher von Enz habe ich regelmäßig Kontakt, auch freundschaftlich halt. Ich habe mit ihm damals bei Sprout gespielt und wir verstehen uns einfach sehr gut, auch außerhalb des Spiels und ich, ja, würde ihn auch als Freund ansehen. Und ansonsten jetzt so zum Beispiel mit den alten Sprout-Spielern halt allgemein, so wie Dennis, Beedy, Slugs, habe ich immer noch auch regelmäßig Kontakt. Und ja, ansonsten würde mir jetzt kein anderer Profi direkt einfallen, mit dem ich jetzt auch freundschaftlich außerhalb des Servers bin. Also ja, bei mir halt gut Big-Spieler, aber die Big Academy-Jungs auf jeden Fall. Sonst halt alte Teammates zum Beispiel wie Panik, sonst halt international, so mit Leuten, die man halt mal FPL so spielt, so oder halt mal auf Events, Hades von Inze, Xertionic von Maus NXT. Was habe ich einen vergessen? Ich habe auch zwei vergessen, ist mir direkt eingefallen. Egal, scheiß drauf, okay. Almilord fragt, Hashtag AskBig, wie kann ich meine Freunde aus Silber am besten carryen? Müssen wir wahrscheinlich nicht fragen. Hacken? Hacken. Nee, ist schlechte Antwort. NPC. Einfach mehr als 30 Kills pro Matchmaking machen. Viel baiten, sehr viel baiten. AWP abusen. Würde Jan jetzt auch sagen, ne? Ja. Frankfurter Typ fragt, Hashtag AskBig, welche Leute haben am meisten Einfluss auf eure bisherige Karriere gehabt? Sei es Eltern, Teammanager oder ähnliches. Ich selber eigentlich so. Ich weiß nicht, klar, Eltern, Teammanager, auch Freundin, Familie allgemein haben immer einen gewissen Einfluss, aber der größte Einfluss bist du doch immer selber. Also für mich bin ich selber und ich will halt das Beste, so sage ich mal, für mich selber. Klar unterstützen meine Eltern mich sonst was und sowas, aber was jetzt ingame-technisch ist oder sonst was angeht, ist nicht wirklich, die auch keine Ahnung von CS haben. Nee, also sehr gute Antwort, muss ich sagen. Man selber auf jeden Fall. Für mich war es halt auch immer, sag ich mal, schon Big. Ich war damals schon sehr früh in der Organisation und war auch immer nur aus anderen Teams, sag ich mal, ausgeliehen. Und generell, dass ich halt Leute wie zum Beispiel Denzel halt früh kennengelernt habe, dass es für mich, sag ich mal, auch meine zweite Familie so war. Natürlich, wie Josef schon meinte, meine Eltern, mein Bruder. Das hat alles natürlich einen riesen Einfluss. Am Ende bist du selbst nur auf dem Server, ohne irgendwelche anderen. Primes fragt, du kannst eine Sache in CS ändern. Was würdest du ändern? Ja, also ich würde wahrscheinlich immer noch die AWP ändern, weil die ist einfach momentan, wie Karim auch schon in der folgenden Frage beantwortet hat, dass man die AWP abusen soll. Die AWP ist halt viel zu overpowered momentan. Und ja, vielleicht jetzt nicht komplett nerven, aber so ein bisschen wie Movement Speed jetzt, wenn du die hast im Scope oder sonst was. Oder wenn du jetzt geduckt um die Ecken gehst im Scope, du tötest den Gegner 9 von 10 Fällen und ja, das würde ich ändern. Ich würde jetzt einfach mal sagen, sowas
man vielleicht nicht direkt dran denkt, aber Mappool zum Beispiel, immer was Neues halt wieder, Mirage ist schon ewig im Pool oder Ancient raus und halt zum Beispiel jetzt kam ja letztens das Tuscan-Update, ich habe es noch nicht gespielt, aber es ist halt mal was Neues, so ein bisschen, bringt ein bisschen frischen Wind rein oder halt, ich habe es, sag ich mal, nie professionell gespielt, aber Maps wie Cobble oder Cache haben halt immer sehr viel Spaß gemacht in Faceit so. Almilord fragt, Sticker auf Skins, ja oder nein? Ja, es kommt drauf immer an, welche Sticker auf welchen Skins. Du kannst ja jetzt meiner Meinung nach jetzt keinen neongrünen Sticker auf irgendeine Waffe draufpacken, die gar nicht so farblich passt. Ja klar, vor allem würde ich jedem empfehlen, goldene Big Sticker, vor allem goldenen Krimbo und Faven Sticker irgendwo drauf zu klatschen. Und ja. Ja. Nee, muss schon. Der Drip muss schon passen, ne? Ja. Dr. Pumpkin fragt, heißt es Kräuterbaguette oder Kräuterbutterbaguette? Das ist eine sehr wichtige Frage. Also ich glaube, wer Kräuterbutterbaguette sagt, der ist verloren. Ja, auf jeden Fall Kräuterbaguette. Ja, doch, nicht mehr drüber reden, weiter. Xorox fragt, wer trinkt in Kopenhagen Lakritzshots mit den Roaring Beers, wenn ihr das Ding gewinnt? Kito wird wohl verzichten. Kito wird wohl verzichten. Was war denn da los in Kopenhagen ist jetzt mal? Nix. Nix? Ich auf jeden Fall nicht. Du hast eben Lakritz gegessen. Aber ich trinke keinen Lakritz-Shot. Kann doch auch so gut schmecken wie die Lakritz. Also außerdem möchte ich kurz sagen, ich esse Lakritz nicht. Ich habe das nur probiert, weil gesagt wurde, das ist schon sehr gut. Ja, der Kollege da, der hat das gegessen wie... keine Ahnung was. Und ja, und Lakritz-Shots erst recht nicht. Ja, ich sowieso. Und Karim eh nicht, ja. Carla Kolumna fragt, gab es in Bezug auf eure Karriere Entscheidungen, die ihr rückblickend anders getroffen hättet? Wenn ja, welche und warum? Boah, ganz spontan wüsste ich jetzt nicht, was genau was ich anders gemacht hätte in meiner Karriere. Ich meine, ich bin jetzt im besten deutschen Team, ich spiele Tier-1-Turniere und ich bin zufrieden bis jetzt und ich wüsste nicht, was ich jetzt wirklich anders gemacht hätte. Ja, ich auch nicht. Also ich denke auch, also wenn man sowas hat, dann, also ich würde es wahrscheinlich genauso machen, wenn jetzt zum Beispiel, ich hätte nicht diesem Team beitreten sollen oder was auch immer, wenn es jetzt sowas ist. Also ich kann jetzt auch nicht an was denken, aber ich hätte es, wenn es sowas gäbe, auf jeden Fall einfach nochmal gemacht, weil ich denke, das war auch immer, das gehört auch ein bisschen dazu, um, dass man der geworden ist, den man heute ist, so. Ja, das auf jeden auch Fall. Fehler im Leben zu machen, sag ich mal. Die zweite Frage ist, was waren die größten Hindernisse auf dem Weg dahin, wo ihr jetzt seid und wie seid ihr damit umgegangen? Ist kein Hindernis gewesen, aber als man natürlich sehr jung war, wollte man natürlich, also als man in der Schule war, wollte man natürlich immer so viel zocken, wie es geht, wenn man freie Zeit hat. Und ich denke, bei dir ist es genauso, wie als du dein Fachabi gemacht hast, oder? Ja. Ihr sagt doch jetzt noch was, Mann. Du klaust meine Antwort. Ja, aber ich wollte überleiten und du sagst, ja, und dann bist du so richtig tätig. Richtig? So, ja. Ja. Wodan fragt, welche Map aus den alten CS 1.6 oder Source-Zeiten würdet ihr in CSGO im aktiven Map-Pool sehen wollen? Ich habe absolut keine Ahnung, was für Maps in 1.6 waren. Ich weiß es leider auch nicht. Tuscan hätte ist im Map-Pool. Nächste Frage. Kanonenfutter fragt, wer ist der Klassenclown beim gesamten Big Clan? Ich weiß es direkt. Auf jeden Fall Nils, ja. Kito Grune, meine Damen und Herren. Ja. Klassenclown mit Clownstretern und ein absoluter Clown der ersten Klasse, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr werdet viel auf dem Vlog auch miterleben können, wie der Junge durch den Tag geht, durch den Tag lacht. Yeti Faun fragt, in welchem Land würdet ihr gerne mal eine LAN spielen? Sehr gute Frage. Schon in vielen Ländern gespielt. Aber wo ich noch, also ich würde jetzt sagen, so jetzt irgendwas Asiatisches, weil ich da noch nie CS gespielt habe. Sowas wie Japan oder China würde ich jetzt behaupten. Also Japan ist schon interessant, weil diese Gaming-Branche ist ja auch, oder China halt ist ja übertrieben groß da. Aber ich meine, wir waren ja jetzt schon in Dallas, aber ich würde 10 von 10 nochmal gerne in Amerika spielen. Also es war. Dieser Vibe, den du in Amerika hast, mit den ganzen Leuten da, ist halt, ich fand es einfach übertrieben geil. Also China, aber auch Amerika. Almilord fragt, bestes Spiel abgesehen von CS? Among Us? Keine Ahnung, ich spiele kaum Angriff. Ich auch nicht. Aber der Klassenclown würde League of Legends sagen. Ne? Yarosh und Fatih, also Tabs und Gob spielen sehr gerne Dota 2 die ganze Zeit. Ich check absolut gar nichts vom Spiel, aber so wie das, wenn man sich so anguckt, macht es schon über Bock. Und wenn ich spielen könnte, dann würde ich wahrscheinlich Dota 2 sagen.
Ja, sagen wir Dota 2. Ja. Kanonenfutter fragt, Pizza mit oder ohne Ananas? Ich kann beides essen. Es gibt viele Menschen, die Ananas gar nicht auf einer Pizza mögen, aber mich stört's nicht. Also ich kann es auch mit essen. Dann ist das so, nur weil ich meine Meinung vertrete. Meinungsfreiheit. Ja. Schon gut. Ich habe es noch nie wirklich so gegessen, sag ich mal, aber also ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm mit Ananas, denke ich mal, aber wenn es geht, dann wahrscheinlich ohne. Flo fragt, Sösot fragt, wie findet ihr die neue Tuscan? Yay or nay? Habt ihr darauf schon gespielt? Ich habe nur Deathmatch kurz auf Tuscan gespielt, das heißt kurz ein bisschen halt. So an sich finde ich die Map ganz geil. Aber irgendwie, ich glaube, es liegt aber an meinen Videosettings, sind die Wände ein bisschen unscharf. Oder meine Augen, wer weiß. Ich habe sie noch nicht gespielt, ich habe so ein bisschen Streams gesehen. Aber scheint cool zu sein, aber mal gucken. Ich habe sie noch selber noch nicht gespielt. Mikey fragt, Ziele für das nächste halbe Jahr. Auf jeden Fall für das Major in Rio wieder qualifizieren. Ich würde sehr gerne dieses Jahr auch noch vor einer Crowd mal wieder spielen. Das in Dallas hat schon, also das hat einen so ein bisschen mehr an Arsch getreten, so um sowas nochmal zu erreichen. Das hat schon übertrieben Bock gemacht. Sonst, also auf jeden Fall, natürlich kann man auch immer sagen, Playoffs und bla bla bla, auf jeden Fall erstmal fürs Major qualifizieren und dann halt mal gucken. Sowas wie Pro League Playoffs natürlich auch. Und oder halt hier in Blast halt weiterkommen, damit man da halt wieder die Chance hat, auf Stage zu spielen. Aber ich denke, bei dir sieht es genauso aus, genau. Oder? Besser hätte es man nicht sagen können. Danke, Mr. Chipsen. Frankfurter Typ fragt, was war der seltsamste Gegenstand, den ihr unterschrieben habt? Ich weiß direkt. Was? Ich weiß nicht direkt. Ich habe einen chinesischen Reisepass in Köln unterschrieben. Und auf Leutens Hals, Stirn und Wangen. Das war schon krass. Aber das ist auf jeden Fall ein chinesischer Reisepass, den ich unterschrieben habe. Ich hoffe, der Typ kam gut nach Hause, Alter. Oh mein Gott, weißt du, ich weiß was. In Dallas hatte einer so ein Anime-Mauspad, weißt du? Oh mein Gott, ja. So, Freunde, das war Hashtag AskBig. Danke für eure Fragen. Wir spielen morgen gegen Heroic, unser erstes Best of One in Blast. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Wir sehen uns. Ciao. Schon gut.